Guck. Und herzlich willkommen bei einer kleinen Ankündigung. Ich hatte es ja in den letzten Streams schon gesagt, es wird wieder so sein, dass ich nur noch auf Twitch streame. So, wer also meine Livestreams live miterleben möchte, gesagt, ja, auf Twitch. So, ich werde auch nochmal einen richtigen Trailer da machen. Der kommt dann oben hier, wo jetzt bei YouTube jetzt oben hier der Gothic 2 Teaser ist. Der kommt dann dorthin. Also auch jeder, der hier nochmal auf meinen Kanal kommt, Bescheid weiß, auch dauerhaft. Aber das Ding gilt jetzt eigentlich nur als kleine Vorinformation. Falls jetzt heute jemand hier auf Freitagabend. Ja, was macht er heute? Heute zum Beispiel. Wir haben heute den 23.10. möchte ich mich an Phasmophobia mal ausprobieren und das und wie gesagt dabei sein möchte, kann das gerne tun auf Twitch. Und wer auch live direkt mitspielen will, es ist ja was zum Mitspielen, dieses Phasmophobia. So, ich habe es noch nie gespielt, ich habe es noch nie großartig gesehen. Also, wie gesagt, wer mitmachen will, dazu sehen will auf Twitch, wer mitmachen will, Discord verlinke ich unten. So, und es kommt eben nochmal ein schöner Trailer hier dazu. Aber da fehlt mir heute noch die Zeit dafür. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr weiterhin mit dabei seid bei den Livestreams auf Twitch. Warum ich das mache wieder. Sehr viele meiner Zuschauer haben wieder gebrüllt, macht doch wieder den Affiliate. Ja, so. Und YouTube macht es mir inzwischen nicht einfacher. Macht es mir immer schwerer hier, die Streams so rüber zu schicken auf beide Plattformen, wie ich es bisher gemacht hatte. Es ist dann immer dieses Restream-Branding drin und der ganze Quatsch da. Und hey. Macht keinen Sinn. So, deswegen habe ich mir gesagt, wir bleiben auf Twitch mit den Livestreams. Die Let's Plays gibt es nach wie vor auf YouTube. Und die Streams werden dann 24 Stunden, ich bin ja sogar an eine 24-Stunden-Regel tatsächlich gebunden da irgendwo, werden die Streams dann rüber geschnipst auf YouTube. Ob im Ganzen oder ob wohl wieder, ich das wieder so mache wie bei The Witcher 1 damals, ja, so eine Stunde Folge daraus bastel. Das überlege ich mir noch. Dazu kann ich momentan noch nichts sagen. Aber wie gesagt, Tatsache ist, dass wir ab heute, ab sofort nur noch auf Twitch live sind. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen hier. Dieses Spiel haben wir jetzt. 3 Minuten, knapp über 3 Minuten. Dankeschön. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ciao.